Bei der Verarbeitung von solchen Daten geht es natürlich auch um Details und diese Details bedeuten hier zum Beispiel, wenn Sie etwas in Ihre Datei kopiert haben und Sie arbeiten mit dicken und dünnen Linien, was durchaus anzuraten ist, weil es wesentlich besser erklärt, was zu sehen ist, dann können Sie das Ganze skalieren und Sie sehen, dass sich die Linienstärken nicht ändern. Das ist ganz wichtig. Stellen Sie sich vor, Sie kopieren eine riesengroße Schraube rein oder eine ganz kleine und Sie passen das Ganze an, um das zusammen zu skalieren, dann bleiben die Linienstärken, wie sie eingestellt sind, auch vorhanden. Wir haben hier ein Fenster, das nennt sich Objektstile. Da ist das Ganze gebündelt und da sehen wir auch jetzt schon verschiedene Einträge. Und da gehen wir mal kurz durch. Diese abgespeicherten Stilgruppen können Sie sich vorstellen wie Absatzformate in einem Textprogramm wie Word, sind Elemente, die verschiedene Einstellungen in sich bündeln. Ich ziehe das hier mal etwas höher. Da sehen Sie schon, da ist eine Linienstärke dabei. Wir stellen das mal um auf Millimeter her. Da sehen Sie, das ist 0,5 mm die dicke Linie. Wir haben hier ein Einstellungsset, eine Stilgruppe, die dünne Linie heißt. Da sind verschiedene Einstellungen. Da haben wir die Farben, Füllungen, Lichthöfe und so weiter. Und das Ganze ist hier gebündelt in dem Ganzen. In anderer Software wird sowas auch gerne mal Stifte genannt. Da gibt es dann den dicken, dünnen Stift, mittleren Stift und so weiter. Im Prinzip ist es hier ähnlich und gleich. Und Sie greifen darauf mit diesen Formaten auf Ihre strukturierte Illustration auch zu. Zugreifen bedeutet, Sie bringen Struktur mit dicken und dünnen Linien in Ihre Illustration hinein und wenn Sie später etwas ändern müssen, dann müssen Sie nicht jede Linie hier irgendwie raussuchen und da was dran ändern, sondern Sie können einfach in diese dicke Linie hineingehen, etwas ändern, das machen wir nachher einfach mal, zum Beispiel die Farbe und dann ändert sich das in der ganzen Illustration. So strukturiert etwas aufgebaut, ist es natürlich wesentlich einfacher, nachher eine Änderung vorzunehmen, beziehungsweise auch Dinge zu sortieren und mit dem Ganzen umzugehen. Die Situation, die wir nun haben, ist folgende. Wir haben vorhin gesehen, dass wir im XVL-Studio die dicken und dünnen Linien schon eingestellt hatten. Dann ist das über das Format SVG, ist das Ganze rüberkopiert worden in den Designer auf eine sehr elegante Art und Weise und die ganzen Stilmittel sind mit rübergekommen. Wir haben jetzt hier im Designer haben wir diese Einstellungspakete, dicke und dünne Linie zum Beispiel. Das Ganze ist aber mit dem hier noch nicht verbunden. Diese Verbindung, die stellen wir jetzt her, damit wir später, wenn wir andere Dinge hinzufügen, wo wir diese Stilgruppen benutzen, konsistent sind und kompletten Zugriff auf alles haben, was da drin ist und die Gleichheit eben nicht nur so aussieht, wie etwas Gleiches, sondern es ist auch wirklich technisch Gleiches. Dazu nochmal ein kleiner Exkurs in die dicken und dünnen Linien. Wir erinnern uns, ich nehme hier mal die Ellipse und ich kann jetzt noch einmal hier über die projizierten Achsen diese Einstellung machen. Ich zeige Ihnen nochmal das Gitter. Das Ganze sieht dann so aus. Und wenn ich jetzt eine Ellipse aufziehe, dann habe ich auch automatisch dicke und dünne Linien. Das sind die dicken und dünnen Linien, die in diesen Objektstilen hier definiert sind. Das Ganze sehen wir daran. Ich gehe hier mal in die Einstellungen und wir gucken uns das Ganze mal an. Wir haben hier oben verschiedene Rubriken, da können wir mal reingehen und da haben wir die verschiedenen Einstellungen und die für dick und dünn, diese Einstellungen finden wir im Dokumenten-Tab und das schauen wir uns direkt mal an. Hier in den verschiedenen Dokumenteneinstellungen ganz unten haben wir dicke und dünne Linien und dort werden die dicken und dünnen Linien Stilgruppen zugewiesen, die wir hier sehen. Ich kann hier zugreifen auf die Stilgruppen, die ich hier im Dokument habe und das Ganze ist voreingestellt auf dick und dünn. Das heißt, ich kann es einfach so lassen, wie ich möchte. Ich kann mir aber auch eigene erzeugen in einem eigenen Dokument, das ich als Vorlage abspeichern kann und dann kann ich das Ganze individuell einstellen. Die Arbeit sollten Sie sich machen und zusehen, dass Sie das Ganze so konfigurieren, dass es nachher Struktur hat. Struktur, Struktur, Struktur. Das muss einfach so sein und es wird sich rächen, wenn Sie es nicht so machen. So, das wäre also so eingestellt. Ich klicke hier mal auf OK und lasse alles so, wie es ist. Und diese Ellipse, die ist jetzt quasi mit dick und dünn schon verbunden durch diese Einstellung, die wir hier haben.
daran zu sehen, ich kann das Ganze umschalten und dann schalten sich die dicken und dünnen Linien auch noch um hier. So, jetzt wenden wir mal ein paar kleine Kniffe an, um das Ganze dann auch so zu strukturieren, wie ich es schon die ganze Zeit erzähle. Was wir machen können, ist Folgendes. Das Teil, das wir rüber kopiert haben, ist hier eine Gruppe, gruppierte Elemente, dicke und dünne Linien und das Ganze ist irgendwo eine Buchse. Wir können jetzt dieses Teil nehmen, so wie es ist, mit allen Linien drin und ziehen das hier auf die Stilgruppen. Dann wird erkannt, dass verschiedene stilgruppenfähige Elemente da drin sind, die werden zusammengefasst und das Ganze wird dann hier in zwei neuen Stilgruppen abgelegt. Für sich ist das sehr schön, bringt uns jetzt im Moment aber nicht wirklich weiter, weil wir ja mit diesen dicken und dünnen Linien arbeiten wollten. Deswegen müssen wir uns was einfallen lassen. Und das machen wir jetzt. Ich lösche diese beiden Stilgruppen nochmal wieder raus. Und dann fangen wir nochmal von vorne an. Was machen wir? Wir gucken uns das Teil mal genau an und sagen, okay, irgendwie müssen wir jetzt die dicken und dünnen Linien da miteinander verbinden. Um das zu tun, gucken wir uns mal die Objektstruktur an. Das ist doch der Grund, warum ich eine andere Datei genommen habe, weil die Objektstruktur hier sehr simpel auf dieses eine Teil reduziert ist. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an und dann sehen wir, dass hier eine bestimmte Verschachtelung drin ist. Ich kann jetzt hier auf die Linie klicken und dabei die Steuerungstaste gedrückt halten und dabei grabe ich mich sozusagen in das Teil hinein. Und da haben Sie auch jetzt gesehen, dass diese Struktur immer weiter aufgegangen ist. Und hier habe ich jetzt eine Gruppe, die nur aus Elementen besteht, die dicke Linien haben. Es ist also ein Set nur von dicken Linien, was nicht diese dünnen Linien enthält. So, und dann mache ich es jetzt ganz einfach. Ich drücke mal STRG C, um das Ganze zu kopieren. STRG V und kopiere das hier wieder rein. Und dann habe ich dieses Teil aus dieser Gruppe heraus isoliert. Sieht jetzt ein bisschen abstrakt aus, aber wenn Sie gleich sehen, was ich damit mache, ergibt das Ganze einen Sinn. Hier zusammenfassend kann man kurz sagen, wir haben das Teil importiert, wir haben uns was rausgeklaut, was wir gleich wieder löschen werden und damit werden wir dann unsere dicken Linien mit dem Ganzen verbinden. Vollständigkeitshalber holen wir uns auch noch dünne Linien daraus. Das sehe ich dann hier, kann ich direkt sehen, das ist diese Linie und hier vorne eine. Da hole ich mir das dann auch. STRG C, STRG V, hole ich mir das wieder raus, schiebe das zur Seite und dann habe ich diese beiden Elemente hier liegen. Ich habe jetzt Elemente, die dünne Linien haben und ich habe Elemente, die dicke Linien haben. So, warum macht der Herr Schmehl das alles? Ganz einfach, ich gehe jetzt auf dicke Linien hier, rechte Maustaste, Eigenschaften kopieren aus. Und dann zeige ich mit diesem Pfeil, der dann entsteht, zeige ich hier auf dieses Element. Zack. Und jetzt, wenn Sie mal darauf achten oder unser Recording später abspielen, dann sehen Sie, dass diese 06, die wir vorhin eingestellt hatten im X4S Studio, das ist jetzt plötzlich übernommen worden. Das heißt, wir haben die Einstellung dieser Elemente quasi rausgesogen in die dicke Linie und sie damit verändert. Das Ganze machen wir jetzt mit den dünnen Linien auch. Ich klicke hier auf dünne Linie, rechte Maustaste, Eigenschaften kopieren aus, zack, da drauf, wird übernommen, fertig. So, das nächste ist ganz einfach. Wir löschen die beiden Dinger jetzt wieder raus und sind jetzt eigentlich irgendwo wieder da, wo wir waren. Durch das Erklären wird das alles etwas langwieriger, aber wir haben eigentlich nur ein Teil importiert, zwei Teile rausgeklaut, die Werte übertragen und das war's. Was der Designer jetzt noch kann, ist Folgendes. Ziehen wir jetzt dieses Teil nochmal wieder da drauf, auf die Stilgruppen, dann sieht es aus, als wenn nichts passiert, aber das Pfiffige dahinter ist, da diese beiden Linien so eingestellt sind, wie dieses Teil es mitbringt, merkt es der Designer, weil er nämlich vorher in die bestehenden Stilgruppen erst hineinschaut und guckt, ist da irgendwas gleich? Ist es dasselbe, wie auch immer? Und dann, wenn ja, wenn er einen Treffer hat, dann ordnet er das zu. Das heißt, da ist jetzt nichts schiefgegangen und nichts passiert, sondern die dicken und dünnen Linien sind zugeordnet worden und wir haben jetzt die Einstellungen daraus. Was wir jetzt machen wollen,
Wir können es einstellen, wie wir wollen. Es ist eigentlich alles unerheblich. Aber die Ellipse und diese Teile sind jetzt beide mit der dicken und dünnen Linie verbunden. Das Ganze probieren wir jetzt einfach mal aus. Wir haben ja hier die dicken und dünnen Linien, deswegen klicke ich da mal irgendwie ein bisschen rein. Ich zoome mich mal so ein bisschen rein und dann nehmen wir einfach mal, sagen wir mal, die dicke Linie, die sieht man ganz gut. Und da wechsle ich jetzt einfach mal die Farbe. So. Und man sieht's, hier hat sich die dicke Farbe geändert, ist klar, hatten wir ja so voreingestellt, aber hier auch. Das heißt, wir haben dick und dünn, haben wir zugeordnet und das Ganze sauber strukturiert. Und jetzt können wir zum Beispiel die dünne Linie jetzt noch, sagen wir mal, blau einstellen. Und dann sehen wir, dass wir hier die unterschiedlichen Einstellungen auch direkt drauf haben. Das heißt, jetzt ist die Illustration strukturiert. Wir können das Ganze auch wieder zurückstellen, wieder einstellen, wie wir gerne möchten. Und das Ganze ist miteinander verbunden. So, die Dicke stelle ich auch nochmal eben wieder um. Und dann ist das Ganze von daher hier schon mal fertig. Fazit bis hierher. Importiert, schön aufgeräumt, alles schön in der Illustration und das Ganze ist jetzt schon mal clean. So, die Ellipse kann ich eigentlich mal rauslöschen, die brauche ich jetzt im Moment nicht mehr. Und das Ganze ist jetzt sauber mit meinen Stilgruppen verbunden. Ich hatte ja eine separate Datei aufgemacht, das bietet sich immer an, wenn man was importiert, speziell auch wenn man mit den verschiedenen Stilgruppen arbeitet. Da kann man eine Datei als temporäre Datei benutzen, kopiert da alles rein, konfiguriert alles vor und dann kopiert man das nachher einfach nur noch rüber in seine Arbeitsdatei. Das kann ganz gut sein und ist auch ein bisschen aufgeräumter dann, speziell wenn man dann auch verschiedene Stilgruppen hat und so weiter, dann hat man es hier wirklich auch nur mit den Elementen zu tun, die man in diesem Moment braucht. Sollte natürlich gleich sein in beiden Dateien, aber das können Sie ja dann so einstellen und ich denke, das ist auch irgendwo selbsterklärend.